Star Wars Rogue One ist ab dem 15. Dezember 2016 in den deutschen Kinos und gehört nicht zur großen Star Wars Geschichte, die wir alle kennen, sondern ist eine Star Wars Story. Hier wird eine kleine, wenn auch nicht unwichtige Nebengeschichte erzählt, die zwischen Episode 3 und 4 stattgefunden hat. Die Beschaffung der Pläne des Todessterns, die Prinzessin Leia später mit Hilfe von R2-D2 an Obi-Wan Kenobi schickt. Soweit, so gut. Die Hauptfigur heißt Jyn Erso, Tochter von Galen Erso, dem Chefentwickler des Todessterns. Sie soll für die Rebellion zusammen mit diversen anderen Figuren Galen Erso und oder Informationen zum Todesstern finden. Rogue One, A Star Wars Story ist ein fantastischer Film. Für Fans. Überall findet man kleine Anekdoten, Ähnlichkeiten, Charaktere, minimale Handlungsstränge, die zu den späteren Filmen führen und so beliebt sind. Dies wird untermalt von einem guten, aber auch abgewandelten Soundtrack, der zwar an Star Wars erinnert, dennoch einen frischen Wind bringt. Und grandiosen Bildern. Ich möchte behaupten, Rogue One ist der schönste Teil aus dem bisherigen Star Wars-Universum. Nachdem in klassischer Form alle Charaktere etabliert werden und mehr oder weniger nachvollziehbare Beweggründe haben, um sich auf die Reise zu machen, endet alles in einem großen Finale befriedigender Materialschlacht und einem Wiedersehen natürlich mit Darth Vader. Übrigens, tolle Szene. Ja, und dann ist auch schon Ende. Das Jahr 2016 hatte aber auch Filme wie Arrival und Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind hervorgebracht. Filme, die auf Charakterentwicklung oder eine grandiose Gesamtgeschichte und eine riesige Portion Emotionen setzen. All das konnte Rogue One, zumindest bei mir, nicht hervorrufen. Ja, es ist ein guter Film, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Für mich aber an einigen Stellen dann doch etwas platt, etwas viel, etwas vorhersehbar, irgendwie etwas unnötig. Ich hätte gern viel mehr von Jyn und einzelnen Charakteren erfahren, die allesamt spannend und witzig waren. Wie K2SO, Chirrut Imwe oder auch Militärdirektor Krennic, der hier einen grandiosen Widersacher mit viel zu wenig Screentime spielt. Am Ende bleibt es aber doch nur eine Nebengeschichte, eine Story mit klarem Ziel ohne große Überraschungen. Ein grandioser Service für Fans und ein insgesamt toller Film fürs Kino. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Film schon gesehen habt, schreibt mal unten in die Kommentare rein, wie er euch gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen möchtet, dann lasst gerne ein Abo da. Und jetzt kommen noch zwei weitere Videos, die ihr euch anschauen könnt. Und ich gucke mir jetzt nochmal Arrival an. Den fand ich nämlich besser. Oder? Oder Fantastische Tierwesen, der war auch schön. Sohan. Ich guck Sohan.